Naja, und so ging es mir noch mit den Erdbeeren. Ich hatte erst überlegt, rein noch, weil ich denke, es ist arschteuer, aber na, es ist ja die Geburtstagstorte. Ne? Aber wie ich mir die dann angeguckt habe, die Hälfte war verschimmelt, das war hier so eine nicht mal 200 Gramm Box. Und die andere war nicht reif. Dachte ich mir auch, nö. Da ist lieber was anderes auf den Dingen drauf. Ist dann auch nicht einzusehen. Nö. Ja, wenn du da nicht hast, das ist beschissen. Du kannst es ja auch nicht dann dran lassen, selbst wenn es nur bepusht ist oder so. Sechs Windeln, die ich noch habe, kommt man nicht weit. Nee. Oh, eigentlich bei so einem kleinen Tacker, ne? Wollen wir wieder auf den hinteren Parkplatz parken? Der untere, nicht hier vorne der, sondern... Ja, wo gleich der Eingang ist. Ich musste ja nur oben weiterfahren, ein Stück Straße. Weil der hat mir besser gefallen. Ist man denn dann auch im Prinzip gleich auf dieser, auf dem Rundweg, wenn man durchs Schloss gegangen ist? Ich finde den zumindest besser wie den vorderen hier. Das sind steile Straßen hier. Und die fahren alle mit den Dingern auf der Straße hoch. Da habe ich auch keine Versicherungsschilder hinten dran gesehen oder sowas. Naja, das ist lächerlich. Bei uns musste alles versichern und extra zahlen, egal was das für eine Scheiße ist. Online finde ich es lächerlich. Ja, das ist echt lächerlich. Ja. Auch nicht versichern. Nee. Und das ist größer. Das ist der kleine. War da kein Platz mehr? Ja, wenn hier gar kein Platz ist, können wir ja immer noch so. Da ist gar keiner gewesen. Nee, gut, da ist sicherlich hier auch keiner. Ja, aber es ist mitten in der Woche. Keine Ahnung. Ach, heute ist Feiertag. Ja, heute ist Feiertag, genau. Stimmt. Ja, irgendwo werden wir vielleicht was finden. Ich hoffe es. Jetzt haben wir noch immer irgendwo was gefunden. Hier neben den Müllkübeln war noch was hier oben. Aber hier ist auch, hier ist genug Platz, ja. Ist noch nicht so krass. Ich denke mal, heute Nachmittag wirst du wohl nichts mehr finden. Weil die meisten fahren ja nicht schon so früh vor und das irgendwo hin. Hier oben parken oder wer da hinten? Ist egal, wo du parkst. Rundgang ist Rundgang. Ja, reingehen müssen wir hier oben, ne? Du kannst da unten reingehen, wir können auch den Rundgang umgekehrt machen. Achso, du bist hier mal weiter. Weil hier steht sich scheiße. Wir können ja hier unten erstmal durch den Park gehen und gehen dann an der Stelle hinten auf die Stadtmauer drauf. Ne? Dass wir oben nochmal die Runde gehen können. Da so viel nicht mehr rennen, ne? Hey. Das war da Kingsburg. Aber wir sollten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Tüten? Nicht, dass die da in dem Park Schissi machen. Diesen schönen hier unten. Stellen wir uns hier hin, ne? Ja. Da machen wir hin, das ist alles frei. Heute ist Donnerstag, der 18. Mai. Vatertag. Wir sind heute in Bologna.
In Frankreich ist auch Feiertag heute. Wir werden jetzt mal hier durch den Park hinten gehen und dann oben auf der Stadtmauer lang. Später wollen wir noch in den Strand und anderswo, was wir gestern gesehen haben. Das wollen wir aber nach Möglichkeit dann ohne Hunde und ohne Willi machen, weil das sonst zu gefährlich ist für die Tierchen und für das Baby. Ja, das wollte ich, aber... Wo? Ja, dann schmeißen wir ein vernünftiger Bursche. Wart mal erstmal, bis der weg ist. Dann bleibt erstmal da stehen. Ja, eigentlich nicht. Nicht? Haben wird. Ja, da bleiben wir erstmal stehen, ne? Steif still, Luna. Schon mal interessiert ihn, Leute. Luna! Der Nil ist das in Miniatur. En Miniatur. Ich spreche mir gleich einen ab. Aber das mit dem Müll da ist nicht schön. Und irgendwelche Katzen. Meinst du? Hi Willi. Wir haben andere ihr was Müll denn? Reingeschmissen. Was ist da? Eine Taube. Ja, eine wir Taube. Wir haben einen Karton draufgeschmissen. Das ist die Mama. Oma ist sie noch nicht. Die sind cool. Da kannst du Häuser bauen ohne Beton, Motte dazwischen zu machen, oder?
Kommt auch gleich was für dich, Willi. Kommt gleich was für dich. Könnt ihr ein bisschen spielen? Da setzen wir uns da hinten auf die Bank. Da ist, glaube ich, in der Nische vielleicht eine. Und da kann Willi mal ein bisschen spielen. Nicht, Willi? Mein Kleiner? Ja, ja. Das ist Willi. Es läuft. Omi macht mal ein Foto von Willi. Prima! Nochmal? Nein. Nochmal? Ja, fein! Süß! Süßer Junge! Guck mal, jetzt musst du wieder hier vorne hingehen, wo Mami ist. Fein, was? Das sind überliebte Kinder, sie gehen nur zur Seite. Ne? Fein! Rutsch, Willi. Rutsch runter, die anderen Kinder wollen auch. Ja. Was passiert, mein Süßer? Alles gut? Ein guter kleiner Drachenmo. Drachen. Guck mal, er ja bezirzt die Dame und sie interessiert sich im Feuchten. Mal da. Vater. Ja, bei uns ist das umgekehrt. Jetzt ist es bei kurzer Zeit. Und wie gesagt, diese Motorik, die ist wirklich sehr gut ausgefeilt bei ihm. Das Klettern und alles, das macht er richtig gut. Weil die Kleine, die muss ja bei allen Hilfestellungen bekommen. Muss man durch die Burg durch. Stellt euch mal hier so hin, dann mache ich mal noch ein Burgfoto von. Was für ein feiner Mann. Wenn du so nah ran bist, ist dann auch rein. Ja, ein Stückchen können wir noch gehen. Ich sag dir wo. Das Zappet, ne? Das Hopsat. Das Marker, ne? Wenn das Hopsi macht. Das ist ja primitiv. Das ist ein Baby, aber er ist aber auch klug. Manchmal ist er dumm, aber meistens ist er klug. Och, doch. Wow, jetzt kann man das auch schön sehen, das Ding hier. Willi? Würdest du mal nicht dein Hütchen abnehmen, Willi Mann? Du kleiner Rutprinz.
Wow, ist das eine schöne Kirche. Mit der Anbau sah das sieht ja vorher oben auch aus. Das ja, herrliches Ding. Nur innen ist sie leider nicht schön, weil sie alles damals kaputt gemacht haben, als sie diese Kirchen zerstört. Ach, das ist ein Kerlchen. Wo ist dein Mann? Das ist dein Mann? Das ist die einzige nach Füße. Ah, oh, da habe ich ja meinen Mann. So, wir haben wieder geparkt, wo wir gestern geparkt haben. Und heute haben wir mal nicht rund um Baby dabei. Hosentasche. Ich hätte mir meinen Gummi ins Haar machen sollen. Es ist nicht so förderlich, wenn man hier mit diesen offenen Haaren langläuft, dann dauernd nicht sieht. Hast du ein Dings an? Vater. Vater. Ja. Das gebührt der Respekt. Nur ist es zwar kein großes Stück, ist aber mal. Ich glaube ja. Ach so. Ach so. Ach so. Alles macht nichts. Ich kann damit leben. So, ich mache einmal ein Bild nach dort und einmal in diesem. Teile, ne? Aber das hat jetzt ein richtiges Türkises.
bei 3 Flanki laufen. Da ist jetzt überall Wasser. Aber wir kommen trotzdem bis runter. Wenn ich hin auf dieses Ding? Nee. Gar nicht. Aber es gibt da jedenfalls schon. Da warte ich jetzt auch. Ich bin da nicht ganz bis runter. Weil hier oben, ich war mit Jessie unten. Zweig. Welche ich gehe aber hier die Treppen runter, das ist mir sicherer als. Da kann ich doch von dir auch mal ein Bildchen nehmen. Die Steilküste da, wow. Es geht, Vater, geh bitte nicht so nah daran. Hallo. Das ist ja gleich dein Nachbarort. Ich hasse das, ich hätte mir unbedingt Haarspangen reinmachen müssen. Guck, bis da runter kannst du latschen, weil da, wo das ist. Und das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Weil das macht doch keinen Sinn, da irgendwas hinzubauen, wenn sie mal nur dann hin können. Da stürzt sie nicht. Mach. So, warte mal, jetzt mache ich mal noch ein Foto von dir. Hier hat Jessie gestern reinpieselt. In diese Hütte hier. Nun, du stellst dich halt. Auf den Pferden lang gelaufen. Ja, aber ich... Wie gesagt, das mit den... Und dass er gewusst hätte, ne? Ich meine, bei uns ging es ja noch, wo wir da waren. Obwohl es auch schon recht rutschig war. Aber wo wir da mit Daniel von der anderen Seite wollten, das kannst du vergessen. Das ist richtig mies. Ja doch, ich habe das gesehen. Wir haben das von unten gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass Leute oben rumgelaufen sind. Aber ich dachte, die sind irgendwie über die Dünen gekommen von Wimmerö. Ja, und das meint er ja. Ja gut, es bietet doch zumindest Schutz, ne? Okay, das traue ich mich jetzt nicht weiter. Aber das ist nicht schlimm, ich kann es von hier oben filmen. Okay, warte mal, ich mach. Wir sind nicht die Einzigen hier unten. Aber so ist es auch ganz vom Vorteil, so kann ich dich viel besser filmen. Du kannst ja mal zu dem Häuschen stellen dann. Das ist
weg. Das ist ja nicht mehr hin. Das wäre nicht so schön, wir sind auch Leute. Helmut! Ich hab's gefilmt! Und ich kann es nicht nochmal umändern, da muss ich den. Nee, da muss ich. Das ist drauf! Helmut fest! Ich bin echt. Ich bin wirklich schockiert. Das ist die absolute Krönung, dass du dir so traust, ehrlich. Bitte nicht nochmal. Nein. Oh, da sind Leute hier oben. Das stört mich nicht. Ich Japonese hat das auch mal so gemacht. Weißt du das noch? Ja, mit der Bohnensuppe. Nee. Guck mal, wie rüstig wir hier noch überall hochkommen. Na, schönen Dank. Naja, andere kriegen das nicht so gut hin. Müssen wir warten, Mama. So? Stimmt. Aber vielleicht war das doch die Originaltreppe. Jetzt müssen wir noch ganz da hoch. Auf die oberste Aussichtsform. Platt. Rausche hier ja nicht runter. Es sei denn, der ganze Hang fällt jetzt runter. Das könnte passieren. Ja, was soll's? Was soll's? Vernünft die Augen haben. Nicht wieder Brille. Verloren. Sieht fast aus wie eines von uns. Jetzt noch mal solche. Alter Schwede. Das ist die Ufer. Das können wir auch im Herbst nochmal machen. Kenny, warte mal. Ich noch mal England sehen. Ich dachte, meine Woche Burgund für dich wäre auch schön. Mit diesen ganzen Sachen. Das auf jeden Fall. Okay.
wieder ein bisschen. Und wenn wir es tatsächlich dann nur noch für die Saison anmelden, wenn wir in Urlaub fahren. Und das ansonsten ein bisschen schon. Weil wir können uns so ein Auto, und vor allen Dingen, man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist, wenn die wirklich diese Kraftstoffdinger wegmachen, dann würde man sich da jetzt vielleicht ein anderes kaufen und dann ist es nicht mehr für lange oder so. Das ist doof. Wir sollten uns den schon ein bisschen noch erhalten. Denn das macht ja, meine, guck mal, wie schön man das hat mit dem Ding, dass man da essen kann drin und alles. Man müsste wissen, wie es ausgesehen hat, ne? Ja, aber da müsste man sehen, wie das mal so richtig alles ausgesehen hat. Ich weiß das nicht. Könnte auch von dem anderen sein. Ich meine, wie man sieht, hatten die ja da auch schon so eine Art Beton. Ich hätte nicht gedacht, dass es von da ist. Aus Napoleon-Zeiten. Oh, was haben sie hier schönes aufgemalt? Cool. Jetzt ist schon munter geworden. Schläft nicht mehr ein, schade. So, das sieht immer noch ganz monoton, noch zerknittert aus. Fein geschlafen, das Männchen. Anderthalb Stunden lang. So, auf oder zu? Stehen bei ihr. Ist offen. Oder ich trinken kann. Milch von der Kuh aus dem Brötchen. Er muss erstmal das Würstchen aufessen. Das ist gar nicht aus dem Euter, Mama. Doch das frisch aus dem Euter, glaub mir. Nee, Christine, das ist eine Lüge. Das kommt aus einer Maschine. Künstlich produziert vegane Milch. Und Dacia steht hinter uns. Dacias fahren ja allgemein viele, ne? Das war, falls ich zu Hause so einen Test machen sollte, was die richtige Milch ist und was Mandeln. Ne? Das schmeckt man schon den Unterschied. Aber ich mag Mandelmilch gerne. Ich trinke das eigentlich auch ganz gerne, aber es schmeckt halt nicht wie Milch. Nee. Ich mag auch diese Kokosmilch, aber ich hasse Soja. Ne? Das schmeckt irgendwie widerlich. Wie du? Ob die Besten war denn mit für mich unterwegs? Fläschchen auch? Ja, okay.
nämlich hier in dieses Fort rein. Das ist das Fort de la Crèche oder so ähnlich. Aber da muss man Eintritt bezahlen. Also Hunde dürfen nicht rein und ansonsten kostet es Eintritt. Und wir sind jetzt hier auf diesem Radweg. Der führt von Boulogne nach Vignoble. Und da kann man ja auch direkt von der Straße das Ganze sehen und Fotos machen. Jetzt kommt es von Vignoble. Und wir gehen jetzt ein Stückchen lang, damit die Hunde auch mal was machen können. Ja, nachher kannst du was Feines machen, ne? Da kannst du am Strandboot reinklären. Hier ist ein richtig stark bewanderter Weg in Richtung Vignoble. Du kannst ja da vorne mal gucken, ob vielleicht ein Weg da abgeht, dass man auch in die Richtung gucken kann. Alter, da ist bestimmt eine Steilküste. Geh nicht zu nah daran, ne? Das ist arschglatt. Ich kann hier gar nicht laufen. Meine Schuhe sind zu glatt. Ich bin fast hingefallen eben. Ich hab's. Hast du ein Foto mit mir, ein Schmeini und Lilo? Also Jesse darf auf keinen Fall mit, denn der ist hässlich. Auch mit drauf. Ach, ich soll mit deinen machen, weil ich schick's doch. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich kann auch noch mal ein... Was denn? Tata? Da gehen wir auch nachher noch hin. Tata. Er will zum Spielplatz. Da gehen wir nachher noch mal hin auf den Rückweg. Ja. Alte, wir brauchen aber da nicht vorbei. Wir können ja oben lang gehen. Hä, da ist doch schon der Friedhof. Doch nach, das ist er doch nicht.
Ja, bei mir oben geht das WLAN gar nicht. Also wenn ich abspeichern will, muss ich es unten in der Küche tun. Nicht hierher machen, du. Aber dir geht's ja unten bestimmt, oder? In der Küche geht's. Luna! Lu? Hier noch nicht. Hier noch nicht, mein junges Mädchen. Guck mal, da sind auch Küchen. Sag mal, sind die auf dem Friedhof? Die Kühe? Oder? Nee. Da oben ist der Friedhof. Nee, wir sind noch nie hier lang gegangen. Oh, diese Küchen. Na doch. Wir sind mit dem Auto mal hier hochgefahren. Nein, wir sind hier noch nie lang gegangen. Mit dem Auto sind wir hier hochgefahren. War ganz neugierig. Neugierig ist es auf jeden Fall. Jung. Oh, aber sehr viel ist hier nicht los auf dem Dinge. Ist das hier offen? Stimmt. Ja, die mögen den lieber wie dich. Wahrscheinlich. Luna, hier wird nicht hergemacht. Hier hinten, das ist üppig. Ist aber auch cooler wie bei uns, die Dinger. Das ist auch schön.
Hier ist die Leichenhalle. Oder sowas ähnliches. Auch ist das niedlich. Kein Meter näher. Raimund, musst du mal ein bisschen gelassen bleiben. Es passiert nichts. Gar nichts. Seid ihr süß. Du hast aber hübsche Kinder. Sind das alles deine Kinder? Hm? Du bist selber ein Puhu. Herrlich. Schön. Sehr schön. Guck mal, wie sich auf dem Spielplatz. Du kleiner Mann. Wow. Da ist ein Rutsche. Jo. Fein. Das Tierchen. Toll. Dann machen wir mal einen Hopp. Das ist böse. Spinnennetz hat er entdeckt. Hast du das Spinnennetz kaputt gemacht? Die arme Spinne hat jetzt kein Zuhause mehr. Weil du hast es kaputt gemacht. Und? Nochmal? Das kommt da nicht hoch. Da ist das Spinnennetz. Du hast das Haus von der Spinne kaputt gemacht. Oh je. Jetzt kommt die nachts in dein Zimmer rein. Er hat mich entdeckt. Fein, ist er geflogen. Ja, nochmal. Hast du dir wehgetan, Schatzi? Nochmal. Na, nochmal. Nochmal. Jetzt ist Oma hier. Imi. Fein macht er das. Hallo. Und. Hallo. Hallo. Und? Setz dich hin dazu, sonst fällst du hin, Schatzi. Sonst fällst du. Ja, fein. Da kommt er. Nein. Hallo. Nein. Na gut. Hallo. Hallo. Du bist ein Monster. Hallo. 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 Hallo.
du Alba Jackie. Hallo! Juhu!